Jürgen Habermas, Wikipedia-Eintrag. Jürgen Habermas, geboren am 18. Juni 1929 in Düsseldorf, zählt zu den weltweit meistrezipierten Philosophen und Soziologen der Gegenwart. In der philosophischen Fachwelt wurde er durch Arbeiten zur Sozialphilosophie mit Diskurs-, Handlungs- und rationalitätstheoretischen Beiträgen bekannt, mit denen er die kritische Theorie auf eine neue Basis weiterführte. Für Habermas bilden kommunikative Interaktionen, in denen rationale Geltungsansprüche erhoben und anerkannt werden, die Grundlage für die Handlungskoordinierung vergesellschafteter Individuen, deren Handlungsräume durch den Dualismus von System und Lebenswelt bestimmt werden. Überblick. Habermas ist der bekannteste Vertreter der nachfolgenden Generation der kritischen Theorie mit nationaler und internationaler Reputation. Nicht zuletzt durch regelmäßige Lehrtätigkeiten an ausländischen Universitäten, vor allem in den USA, sowie aufgrund von Übersetzungen seiner wichtigsten Arbeiten in mehr als 40 Sprachen, werden seine Theorien weltweit diskutiert. Wegen der Vielfalt seiner philosophischen und sozialwissenschaftlichen Aktivitäten gilt Habermas als ein produktiver und engagierter öffentlicher Intellektueller. Vom hegelianisch-marxistischen Ursprung der Frankfurter Schule hat er sich durch die Rezeption und Integration eines breiten Spektrums neuerer Theorien gelöst. Er verband den historischen Materialismus von Karl Marx mit dem amerikanischen Pragmatismus, der Entwicklungstheorie von Jean Piaget und Lawrence Kohlberg und der Psychoanalyse von Sigmund Freud. Zudem beeinflusste er maßgeblich die deutschen Sozialwissenschaften, die Moral- und Sozialphilosophie. Meilensteine waren vor allem seine Theorie des kommunikativen Handelns und wiederholt inspiriert durch die diskursethische Auseinandersetzung mit Karl Otto Apel, seine Diskurstheorie der Moral und des Rechts. Als übergeordnetes Motiv seines multidisziplinären Werks gilt ihm die Versöhnung der mit sich selber zerfallenen Moderne. Dazu verfolgt er die Strategie, anders als Apel, generell auf Letztbegründungen zu verzichten und die universalistischen Fragestellungen der Transzendentalphilosophie bei gleichzeitiger Detranszendentialisierung des Vorgehens und der Beweisziele aufzunehmen. Habermas war an allen großen theoretischen Debatten der Bundesrepublik beteiligt und bezog zu gesellschaftspolitischen Kontroversen wie Historikerstreit, Bioethik, deutsche Wiedervereinigung, europäische Verfassung und Irakkrieg mit dem Engagement eines öffentlichen Intellektuellen dezidiert Stellung. Leben, Kindheit, Studium und Ehre. Jürgen Habermas wurde in Düsseldorf geboren, wuchs aber in der Kleinstadt Gummersbach auf, wo sein Vater Ernst Habermas Geschäftsführer der dortigen Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer zu Köln war. Sein Großvater war der Theologe Friedrich Habermas, der zuletzt das Lehrerseminar in Gummersbach leitete. Das politische Klima in seinem Elternhaus beschreibt er als geprägt durch eine bürgerliche Anpassung an eine politische Umgebung, mit der man sich nicht voll identifizierte, die man aber auch nicht ernsthaft kritisierte. Habermas Vater war Mitglied der NSDAP seit 1933 und wurde nach seiner Heimkehr aus der amerikanischen Gefangenschaft als Mitläufer eingestuft. Er selbst war, wie für Kinder ab 10 Jahren vorgeschrieben, Mitglied im Jungvolk, ab 1943 als Sanitäter, der andere Jungen in Erster Hilfe unterwies. Durch seine Einstufung als Jungvolkführer konnte Habermas über die Altersgrenze hinaus weiter dem Jungvolk angehören und musste mit 14 Jahren nicht in die Hitlerjugend wechseln. Im Februar 1945 sollte er als 15-Jähriger, wie schon sein älterer Bruder, zur Wehrmacht eingezogen werden, während sich der Vater wieder als Freiwilliger gemeldet hatte. Doch Jürgen Habermas verbarg sich so lange vor den Feldjägern, bis die US-Amerikaner die Gegend besetzten. Seine Tätigkeit im Jungvolk bildete im Jahr 2006 den Anlass zu einer heftigen Polemik. Joachim Fest hatte Habermas in seiner posthum erschienenen Autobiografie als einen dem Regie in allen Fasern seiner Existenz verbundenen HJ-Führer bezeichnet. Der Vorwurf, der vom Magazin Cicero veröffentlicht und von Habermas als Denunziation zurückgewiesen wurde, erschien schließlich nach einer Zeugenaussage von Hans-Ulrich Wähler als haltlos. Zwischen 1949 und 1954 studierte Habermas an der Universität Göttingen, 49 und 50, Zürich, 50, 51 und Bonn, 51 bis 54. Er befasste sich mit Philosophie, Geschichte, Psychologie, deutscher Literatur und Ökonomie. Zu seinen Lehrern gehörte Nikolai Hartmann, Wilhelm Keller,
Theodor Litt, Erich Rothacker, Johann Thyssen und Hermann Wein. Im Wintersemester 1950-51 begegnete Habermas erstmals Karl Otto Apel, dessen engagiertes Denken und Interesse für den amerikanischen Pragmatismus für seine weitere philosophische Entwicklung von großer Bedeutung wurde. Habermas erregte 1953 erstmal öffentliches Aufsehen, als er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Rezension zu Heideggers Einführung in die Metaphysik verfasste, einer Vorlesung mit gleichem Titel im Sommersemester 35, die 1953 erstmals im Druck erschienen war. Heidegger hatte für den Druck das Wort von der inneren Wahrheit der Größe der nationalsozialistischen Bewegung nicht gestrichen, was Habermas als Teil der fortgesetzten Rehabilitation des Nationalsozialismus durch die Masse voran die Verantwortung von einst und jetzt scharf verurteilte. Zumal sich das inkriminierte Wort aus dem Zusammenhang der Vorlesung ergebe und da diese Sätze 1953 ohne Anmerkung erstmals veröffentlicht wurden, dürfte unterstellt werden, dass sie unverändert Heideggers heutige Auffassung wiedergeben. Im Jahr 1954 wurde Habermas in Bonn mit seiner Arbeit Das Absolute und die Geschichte von der Zwiespältigkeit in Schellings Denken von Erich Rothacker und Oskar Becker promoviert. Danach schrieb er als freier Journalist für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, den Merkur, die Frankfurter Hefte und das Düsseldorfer Handelsblatt. Bereits als Student hatte er begonnen, Artikel für Zeitungen und Zeitschriften zu schreiben. Von 1952 bis 1956, als er eine Assistentenstelle in Frankfurt antrat, belief sich die Anzahl der geschriebenen und zum größten Teil veröffentlichten Artikel auf über 70. 1955 heiratete er Ute Wesselhöft. Das Ehepaar hat drei Kinder. Tillmann Habermas, geboren 56, ist seit 2002 Professor für Psychoanalyse an der Universität Frankfurt am Main. Rebecca Habermas, geboren 1959, seit 2000 Professorin für Geschichte an der Universität Göttingen. Judith Habermas, geboren 1967, ist im Verlagswesen tätig. Assistent in Frankfurt, Habilitation und außerordentlicher Professor. Ein Stipendium brachte Habermas 1956 nach Frankfurt an das Institut für Sozialforschung. In der Zeit als Forschungsassistent bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno machte er sich mit den zum Teil unter Verschluss gehaltenen Schriften seiner beiden Direktoren und anderer Vertreter der kritischen Theorie aus der Vorkriegszeit vertraut. In besonderem Maße wurde er von Herbert Marcuse beeinflusst, dem er erstmals 1956 begegnete. Unter dessen Einfluss orientierte sich seine Auffassung vom Marxismus am Denken von Freud und dem jungen Marx. Sein politisches Engagement in der Bewegung Kampf dem Atomtod und seine als radikaldemokratisch rezipierte Einleitung zu der Institutsstudie Student und Politik lösten bei Horkheimer heftige Reaktionen aus, gegen die ihn Adorno zu verteidigen suchte. Der absehbare Konflikt um seine anstehende Habilitationsschrift bewog ihn zum Wechsel nach Marburg. Dank eines Habilitationsstipendiums der DFG konnte er sich 1961 in Marburg bei Wolfgang Abendroth mit der vielbeachteten Schrift Strukturwandel der Öffentlichkeit, Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, habilitieren. Professor für Philosophie und Soziologie. Im Jahr 1964 wurde Habermas auf Horkheimers Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie an der Universität Frankfurt berufen. Für seine Antrittsvorlesung Erkenntnisse und Interesse wählte er Horkheimers Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie, 1937 in der Zeitschrift für Sozialforschung erschienen, als Anknüpfpunkt. Diese wissenschaftstheoretische Argumentation entwickelte Habermas in dem mit der Vorlesung gleichnamigen Buch Erkenntnis und Interesse 1968 weiter. Er führte den Begriff des erkenntnisleitenden Interesses ein, um Unterschiede in wissenschaftlichen Methoden und Theorien zu erklären. Gemeint ist damit keineswegs, wie häufig unterstellt, eine durch partikulare Gruppen- oder Klasseninteressen gefärbte Erkenntnis. Vielmehr seien der menschlichen Gattung drei grundlegende Interessen eigen, die mit unterschiedlichen Methoden und Theorien verknüpft seien. Das Interesse an technischer Verfügung über objektive Prozesse, empirisch-analytische Wissenschaften, das Interesse an lebenspraktischer Verständigung in der Kommunikationsgemeinschaft, Hermeneutik, und das Interesse an der Emanzipation von naturwüchsigem Zwang, sozialwissenschaftliche Ideologiekritik und Psychoanalyse. Die ihm angebotene Leitung des Instituts für Sozialforschung lehnte er ab.
Stattdessen übernahm er mit Ludwig von Friedeburg die Leitung des Seminars für Soziologie, einer auf die Lehre beschränkte Dependance des Instituts. Seine Vorlesungen und Seminare bot er jeweils für Soziologen und Philosophen an. Während der in Frankfurt erlebten Studienrevolte spielte er eine exponierte Rolle. Bereits in den 1950er Jahren war Habermas für demokratische Reformen des Bildungswesens und der Hochschulen eingetreten und wurde als Vertreter der Linken zu einem geistigen Anreger der Studienbewegung 1967 und 68. Mit Rudi Dutschke unter anderem nahm er in Hannover am Kongress Bedingung und Organisation des Widerstandes teil. Zur Konfrontation zwischen Habermas und radikalen Studenten kam es aufgrund unterschiedlicher Einschätzungen der gesellschaftlichen Situation. Wenden sich der SDS und seine Anhänger in einer vorrevolutionären Situation, warnte Habermas vor der verhängnisvollen Strategie, die Polarisierung der Kräfte um jeden Preis zu suchen, und sprach von der Scheinrevolution und ihren Kindern. Schon Ende der 1960er Jahre hatte er die Position der sogenannten verfassungsloyalen Linken entscheidend mitgeprägt. Nun ging er zunehmend auf Distanz zu den radikalen Studentengruppen um Rudi Dutschke, denen er einen rhetorisch leichtfertigen Umgang mit der Gewalt vorhielt, mit der Gefahr eines linken Faschismuses, eine Wortwahl, die er später bedauerte. Co-Direktor des Starnberger Max-Planck-Instituts. Er wechselte 1971 nach Starnberg bei München, wo er bis 1981 gemeinsam mit Karl Friedrich von Weizsäcker das Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt leitete. Sein Weggang von Frankfurt kommentierte er in einem Brief an Herbert Marcuse: Irgendwie ist es ein symbolischer Akt, der zum Ende der Frankfurter Schule gehört. Im Jahr seines Wechsels fand die Debatte mit Niklas Luhmann über dessen Systemtheorie statt. Siehe dazu den Abschnitt bei Niklas Luhmann. 1973 wurde Habermas der Hegel-Preis der Stadt Stuttgart, 1976 der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa verliehen. Seine Arbeit als Forschungsdirektor am Starnberger Institut nahm er mit 15 Sozialwissenschaftlern auf, unter ihnen Klaus Offe, Klaus Eder, Rainer Döbert und Volker Ronge. Zunächst war sie thematisch auf Krisenerscheinungen im hochentwickelten Kapitalismus konzentriert. Drei Arbeitsgruppen wurden gebildet, die sich mit Krisenphänomenen befassten. Mit dem 1973 veröffentlichten Band Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, der den programmatischen Bezugrahmen lieferte, führte Habermas erste Diskussions- und Arbeitsergebnisse zum Teil auf der Grundlage hausinterner Arbeitspapiere zusammen. Seine Hauptarbeit widmete er indessen seinem Theorieprojekt über das kommunikative Handeln. Im sogenannten Deutschen Herbst 1977 nahm Habermas verstärkt zu tagespolitischen Streitpunkten Stellung. So wandte er sich gegen die Ausweitung des radikalen Erlasses von 1972 und setzte sich mit der Theorie des Neokonservatismus und seiner Kritik an der Moderne auseinander. 1980 erhielt er den Theodor W. Adorno-Preis. 1981 veröffentlichte er sein Hauptwerk Theorie des kommunikativen Handelns, in dem er sich unter anderem auf Gerhard Herbert Mead, Max Weber, Emil Durkheim, Talco Parson, Georg Lukas und Theodor W. Adorno bezog. Im gleichen Jahr trat er als Direktor des Max-Planck-Instituts zurück. Seine Absicht, nach Weizsäckers Ausscheiden den zukünftigen Schwerpunkt des Instituts ganz auf die Sozialwissenschaften zu legen, war an Dahrendorfs überraschender Absage gescheitert, als weiterer Direktor in das umgestaltete Institut einzutreten und an der arbeitsrechtlich untermauerten Forderung der ehemaligen Mitarbeiter Weizsäckers aus der Ökonomie-Arbeitsgruppe in das neu zu schaffende Institut übernommen zu werden. Professor für Philosophie. Nach der Teilschließung des Max-Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt kehrte er nach Frankfurt zurück, wo er von 1983 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1994 den Lehrstuhl für Philosophie mit dem Schwerpunkt Sozial- und Geschichtsphilosophie übernahm. Mitte der 1980er Jahre widmete sich Habermas im Rahmen eines von der Leibniz-Gemeinschaft und der DFG finanzierten fünfjährigen Forschungsprojekts rechtstheoretischen Fragestellungen und entwickelte in Faktizität und Geltung 1992 seine eigene Rechtsphilosophie und Theorie einer deliberativen Demokratie.
Im Jahr 1986 wandte sich Habermas in dem Artikel die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung gegen die von ihm als revisionistisch bezeichnete Argumentation einer Gruppe von Historikern, vornehmlich Ernst Nolte, neben Michael Stürmer, Andreas Hillgruber und Klaus Hildebrandt, den Nationalsozialismus mit dem Stalinismus auf einer Ebene zu vergleichen, beziehungsweise diesen als Vorläufer und Vorbild für jenen darzustellen. Der Beitrag stieß auf heftige Reaktionen und löste in der Folge den polemisch ausgetragenen Historikerstreit aus. An der deutschen Wiedervereinigung 1990 kritisierte Habermas den Charakter eines auf wirtschaftlich imperativ zugeschnittenen Verwaltungsorgans ohne eigene demokratische Dynamik. Die Grundgesetzänderung zur Einschränkung des Asylrechts gegen Ende 1992 begriff er als Ausdruck einer Mentalität des Wohlfahrtschauvinismus. Er protestierte dagegen in den Printmedien und in Persona als einer der 350.000 Demonstranten am 8. November 1992 in Berlin. Nach der Emeritierung. Aus seiner Emeritierung 1994 meldete sich Habermas immer wieder publizistisch zu Wort. Im März 1999 bezog er in der Wochenzeitung Die Zeit abwägend für den Kosovo-Krieg Stellung. Die im selben Jahr durch Peter Sloterdijks Rede Regeln für den Menschenpark ausgelöste Kontroverse um das Thema der Eugenik veranlasste Habermas 2001 zu der Veröffentlichung Die Zukunft der menschlichen Natur auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik. In seiner Rede anlässlich der Verleihung des Kyoto-Preises Freiheit und Determinismus 2004 setzte er sich außerdem mit der durch die aktuelle Hirnforschung aufgeworfenen Frage über die Freiheit des Menschen auseinander. Seit 1997 ist Jürgen Habermas Mitherausgeber der politisch-wissenschaftlichen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Am 15. September 2007 eröffnete er in Rom einen dreitägigen Kongress mit dem Titel Religion und Politik in der postsäkulären Gesellschaft. Seither hat er in Vorträgen und Diskussionen mit Theologen und Kirchenvertretern mehrfach den Stellenwert der Religion für das gesellschaftliche Wertesystem hervorgehoben, um gegenüber dem globalen Kapitalismus die knappe Ressource Solidarität aufrechtzuerhalten. Er gehört zu den Unterstützern der Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union, die Ende November 2016 veröffentlicht wurde. Werk, die Anfänge, Heidegger und Lukács. Der junge Habermas war sehr stark vom Denken Martin Heideggers beeinflusst. So hatte er in seiner Dissertation Das Absolute und die Geschichte, 1954, die Entwicklung des Begriffs des Absoluten im Werk Schellings vor dem Hintergrund von Heideggers Sein und Zeit interpretiert. Im Mittelpunkt von Habermas Interesse steht dabei Schellings Werk Die Weltalter, das er als eine wesentlich anthropologisch orientierte Geschichte des Seins versteht. Er nehme dabei bereits Themen der Existenzphilosophie Heideggers wie die Not der geschichtlichen Existenz, Schmerz, Zerrissenheit, Zweifel, Anstrengung, Überwindung und Streit vorweg. Einen starken Einfluss übte darüber hinaus die frühe Lektüre von Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein aus. Insbesondere die von Lukács darin entwickelte Theorie der Verdinglichung führte Habermas dazu, sich stärker mit dem Marxismus zu beschäftigen, ohne sich zunächst vom Denken Heideggers zu entfernen. Wandel der Technik und Marx-Kritik. In seinem 1954 veröffentlichten Aufsatz Die Dialektik der Rationalisierung, der bereits viele Kerngedanken seines Hauptwerks Theorie des kommunikativen Handelns 1981 enthielt, entwickelte Habermas im Anschluss an Lukács eine Kategorie der kapitalistischen Rationalisierung. Er unterscheidet eine technische, der Produktion, ökonomische, der betrieblichen Organisation und soziale Rationalisierung der Arbeit. Die Rationalisierung habe zwar die physische Belastung der Arbeit reduziert, ihre mentale aber erhöht. Er äußert in diesem Text seine Vorbehalte gegenüber der modernen Technik und wirft Marx vor, deren negative Rolle übersehen zu haben. Diese Kritik an Marx wiederholte Habermas in seinem Aufsatz Marx in Perspektiven 1955. Marx habe nicht begriffen, dass die Technik selbst und nicht erst eine bestimmte Wirtschaftsverfassung, unter der sie arbeitet, die Menschen, die Arbeitenden wie die Konsumierenden mit Entfremdung überzieht. Mit dem Literaturbericht zur philosophischen Diskussion um Marx und den Marxismus 1957 begann Habermas Annäherung an Marx und seine Abkehr vom Denken Heideggers.
Habermas schließt sich darin dem Gedanken Marx an, dass das Phänomen der Entfremdung keine existenzielle Dimension des Menschen darstellt, sondern als Ergebnis bestimmter sozialer Verhältnisse anzusehen ist. Sie ist nicht Chiffre eines metaphysischen Unfalls, sondern Titel einer faktisch vorgefundenen Situation. In seiner Abhandlung Soziologische Notizen zum Verhältnis von Arbeit und Freiheit aus dem Jahr 1958 korrigierte Habermas seine heideggerianische Sicht der Technik. Nicht mehr sie selbst, sondern ihr falscher politischer Gebrauch stellt demnach die Ursache der menschlichen Entfremdung dar. Philosophische Anthropologie. 1958 widersprach Habermas in Philosophische Anthropologie, Artikel für Fischer Lexikon Philosophie, der Auffassung von der unveränderlichen Natur der Menschen. Mit Erich Rothacker, seinem Doktorvater, vertrat er die These von der geschichtlichen Dimension der menschlichen Natur. Die Menschen leben und handeln nur in konkreten Lebenswelten, je ihrer Gesellschaft, niemals in der Welt. Der ontologische Charakter der traditionellen Anthropologie biegt für Habermas die Gefahr einer Dogmatik mit politischen Konsequenzen, die umso gefährlicher ist, wo sie mit dem Anspruch wertfreier Wissenschaft auftritt. Demokratie und Öffentlichkeit. Konzept einer politischen Partizipation. Im Vorwort der 1961 zusammen mit Ludwig von Friedeburg, Christoph Oehler und Friedrich Welz erschienenen Studie Student und Politik über das politische Verhalten deutscher Studenten legte Habermas erstmals seine Auffassung von Demokratie und bürgerlichem Rechtsstaat vor, die in ihren Grundzügen bis zur Publikation von Faktizität und Geltung aus dem Jahr 1992 unverändert blieb. Das Wesen der Demokratie ist für Habermas vorrangig durch den Begriff der politischen Partizipation gekennzeichnet. Diese realisiere sich, indem mündige Bürger unter Bedingungen einer politisch fungierenden Öffentlichkeit durch einsichtige Delegation ihres Willens und durch wirksame Kontrolle seiner Ausführung die Einrichtung ihres gesellschaftlichen Lebens selbst in die Hand nehmen und so personale Autorität in rationale überführen. Damit sei Demokratie die politische Gesellschaftsform, die die Freiheit der Menschen steigern und am Ende vielleicht ganz herstellen könnte. Sie werden erst dann wirklich wahr, wenn die Selbstbestimmung der Menschheit wirklich geworden ist. Die Idee der Herrschaft des Volkes sei aber im modernen Verfassungsstaat in Vergessenheit geraten. Habermas kritisiert eine Verlagerung des Schwergewichts von Parlamenten weg auf Verwaltung und Parteien, womit die Öffentlichkeit auf der Strecke bleibe. Der Bürger unterstehe zwar in fast allen Bereichen täglich der Verwaltung, was er jedoch nicht als erweiterte Partizipation, sondern als eine Art Fremdbestimmung erlebe, der gegenüber er eine am Eigeninteresse orientierte Haltung einnehme. Die Parteien hätten sich gegenüber dem Parlament und dem Wähler verselbstständigt. Das Parlament sei zu einer Stätte geworden, an der sich weisungsgebundene Parteibeauftragte treffen, um bereits getroffene Entscheidungen registrieren zu lassen. Mit dem Verschwinden der Klassenparteien und der Entstehung der modernen Integrationsparteien ist laut Habermas auch der Unterschied der Parteien untereinander verloren gegangen, während die politischen Gegensätze formalisiert und so gut wie inhaltlos werden. Für den Bürger sei juristisch der Status eines Kunden vorgesehen, der zwar am Ende die Zeche bezahlen muss, für den im Übrigen aber alles derart vorbereitet ist, dass er selbst nicht nur nichts zu tun braucht, sondern auch nicht mehr viel tun kann.